Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich befinde mich gerade in Köln, denn es geht jetzt für mich in den ICE. Geil. Fahrt mit dem ICE ist auch eigentlich genauso geil wie dieser wunderschöne Pickel hier, der mir über Silvester gewachsen ist. Kuss geht auch nochmal raus. Denkt mal, ihr habt es am Titel und am Thumbnail hoffentlich schon erkannt. Und zwar geht es jetzt für mich nach Österreich in den Skiurlaub. Ja, okay, Skiurlaub war vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich gehe jetzt nicht wirklich in den Skiurlaub. Aber ich gehe einen Freund von mir besuchen, und zwar nämlich Felix. Er wohnt ja da unten, Grenze Österreich-Schweiz, in der Nähe von ganz, ganz vielen Skigebieten. Und wir werden die nächsten 3 oder 4 Tage Skifahren. Aber ich habe tatsächlich auch gar nicht mehr so viel Zeit. Meine Bahn kommt in 4 Minuten. Deswegen, mehr Infos gibt es gleich. Ich renne jetzt erstmal zum Gleis, versuche meine Bahn noch zu bekommen. Und dann bekommt ihr hoffentlich einen coolen Skivlog. Gab es auch tatsächlich so noch gar nicht auf dem Kanal. Ich hoffe, Digga, ich bin hier voll im Rollen. Na, Digga, what the fuck? Jetzt im ICE. Jetzt geht's nach Ulm. Dort holt Felix mich dann später ab. Dann fahren wir runter nach Österreich zu ihm. Ich würde sagen, sehen wir uns dann später wieder. Ich sitze hier gerade im Ruhebereich und darf dementsprechend auch nicht laut reden. Ich hoffe, ihr hört mich gerade. Ich hab Bock. Wir sehen uns dann später, wenn ich angekommen bin. Yeah, yeah, yeah. Der Boy ist angekommen in Ulm. Der Zug fährt ab. An alle von euch, die aus Ulm kommen, grüße gehen raus. What the fuck, Ulm lebt einfach in der Zukunft. Hier ist einfach so ein Fließband, mit dem du deinen Koffer so hochtransportieren kannst. Mitfahren verboten. Schade, hätte ich gern gemacht. Aber geht das? Ja, geil. Funktioniert nicht. Ja, super. Kuss geht raus an Ulm. Es gibt anscheinend sogar noch einen weiteren Kritikpunkt an Ulm. Und zwar habe ich hier einfach absolut kein Netz. Erreiche auch irgendwie Felix gerade nicht. Und ich muss den halt irgendwie suchen, weil der mich hier abholt. Yeah. Tschüss, Ulm. War schön. Wir haben den nächsten Tag und wir haben 7 Uhr morgens. Ich muss ganz kurz klarkommen, kurz duschen gehen und dann erzähle ich euch ein bisschen, was abgeht. Ich habe auch gestern, glaube ich, gar nicht mehr richtig gefilmt, weil es war auch irgendwie noch ein toter Abend. Aber heute geht es los, wir werden gleich Skifahren gehen. Heute geht's los. Ich werde euch auch gleich zeigen, wo ich gepennt habe, weil das ist viel zu wild. Wo wir auch gerade sind, das ist auch viel zu wild. Frisch geduscht, zeige ich euch jetzt ganz kurz mein Schlafplatz, und zwar habe ich oben im Dachboden geschlafen und hier sind irgendwie, frag mich nicht warum, 15 Schlafplätze. Ich meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja 10. Aber das Krasseste, ich glaube ihr könnt es schon erkennen, ist einfach diese View. Wir sind oben auf dem Berg. Aber keine Sorge, ihr seht das Ganze auch gleich, wenn wir draußen sind, immer ein bisschen besser, weil hier mit diesem Fenster ist jetzt nicht so geil. Wir haben halt ein Problem, ich glaube, ihr könnt erkennen, hier ist jetzt nicht wirklich viel Schnee. Und manchmal, ich habe es vielleicht schon auch mitbekommen, dass momentan so generell, ist das nur in den Alpen, überall, oder? Sehr, sehr kritisch ist mit Schnee, weil es einfach viel, viel zu warm ist. Und wir hoffen einfach, dass wir Skigebiete haben mit genug Schnee. Hier ist jetzt halt kein Schnee und ich glaube, hier ist normalerweise, also hier schneit es ja auch normalerweise, oder? Also ja klar, hier kann man sonst auch theoretisch Skifahren. Also ich meinte gestern, man könnte theoretisch, also früher konnte man immer hier so bis ins Tal theoretisch mit dem Ski also runterfahren, das habe ich selber schon gemacht. Aber wie schön ist das bitte? Und da hinten sieht man auch irgendwo den Bodensee, aber den sieht man jetzt glaube ich nicht. Doch, man erkennt es ein bisschen. Sieht man den? Ja, in der Kamera. Weil da so Nebel und so ist. Und das hier ist, by the way, das Ferienhaus. Also hier nächtigen wir drinnen. Eben mitten auf dem Berg, ganz oben. Lässt sich, denke ich, mal sehen. Aber es ist halt einfach kein Schnee hier. Egal, wir werden Schnee finden. Ihr begleitet uns. Wir sind da. Geiler Schnee. Normalerweise ist hier alles voller Schnee und das Einzige, was wir haben, ist das. Ich bin aber eigentlich zuversichtlich, weil, könnt ihr sehen, da hinten, da geht's hoch und da ist schon mal auf jeden Fall Schnee. Und ich denke mal, weil hier ist auch sehr, sehr voll, hier sind ganz, ganz viele Menschen, da wird schon gut Schnee liegen. Ich bin, doch, das wird was. Wir ziehen uns jetzt alle an und dann geht's hoch. Wir sind oben und ich glaube, man kann sehr gut erkennen, dass hier auf jeden Fall genug Schnee liegt. Es geht natürlich immer noch mehr. Aber es reicht auf jeden Fall, um Ski zu fahren. Und das werden wir jetzt machen. Ich muss gucken, wie ich euch immer so ein bisschen mitnehmen kann, filmen kann, weil ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit, wenn ich fahre, mit dem Handy irgendwie filmen, ne, wisst ihr selber. Aber ich versuche das Ganze so gut wie möglich hinzubekommen. Das Einzige, was abfuckt, ich glaube, ihr könnt erkennen, es ist sehr, 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 sehr neblig. Und das sind jetzt nicht so die besten Voraussetzungen zum Skifahren.
Aber wir fahren jetzt noch da oben und ich hoffe, dass wir dann irgendwie über den Wolken sind. Dementsprechend auch kein Nebel haben, weil das hier, ja, weiß ich jetzt nicht. Wie heißt das Skigebiet jetzt? Gargell? Ja, Gargellen. Wie heißt denn der Umkreis hier? Montafon. Ja? Montafon, ne? Yeah. Aber ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich bin jetzt auch wieder ein Jahr nicht gefahren. Aber es läuft. Also Schwalz war seine Mission, aber er meinte, er will hier runter. Hast du super gemacht, Felix. POV, das ist deine Sicht beim Skifahren. Boah, Digga, das bockt echt nicht. Ja, das Problem ist halt, ich kann nicht so viel filmen, weil ihr wisst, glaube ich, selber, wenn man mit Nebel fährt, ist es so ein bisschen schwieriger, dann noch mit einer Hand zu fahren, mit Handy in der Hand. Ist jetzt nicht so vorteilhaft und man erkennt auch nicht so viel. Versuche es auch ein bisschen mehr zu filmen, so. Aber wir haben ja noch andere Tage, als nicht nur heute, deswegen passt das schon. Und wir fahren jetzt weiter. Der hat irgendwas vor, aber ich weiß nicht was. Ah, oh mein Gott, oh, Scheiße! Wir demonstrieren uns jetzt mal, wie neblig es eigentlich ist. Vielleicht sind wir nicht. Man sieht halt original gar nicht. Würdest du so meine Skills so raten als Profi-Skifahrer? Dafür, dass ich so vielleicht in meinem Leben so 6-7 Mal Skifahren bin. Ja, du fährst nicht schlecht. Kuss, Digga. Ich glaube, wir haben mittlerweile so um die 16 Uhr und wollen so langsam auch mal nach Hause. Und deswegen werden wir jetzt die Talabfahrt nehmen. Ich habe jetzt nicht so viel gefilmt heute, weil ich hoffe, dass es morgen ein bisschen besser wird, dass man ein bisschen mehr erkennen kann. Weil so macht es halt nicht so viel Sinn. Ihr seht halt gefühlt gar nichts. Ja, okay, die Idee, die Talabfahrt zu nehmen, war jetzt echt nicht so die schlauste, weil die Piste ist kompletter Rotz. Also es ist Schmutz ist das. Jungs, was meint ihr? Bisschen Offroad fahren heute oder was? Ey, so weg! Das Ding ist halt auch, dass es hier unten nicht mehr Minusgrade sind. Somit schneit es nicht mehr, sondern es regnet. Jetzt hier, muss ich jetzt über die Straße? Hä? Geil. Oh Mann. Ich habe meine Schuhe gerade abgeholt. Wir sind jetzt wieder im Tal. Und das wäre es auch eigentlich vom heutigen Tag. Semi-geil, sag ich ehrlich. Also ich würde dem Tag so eine 4 von 10 eigentlich geben, was jetzt Skiverhältnisse betrifft. Wir sind zu Hause, das wird jetzt reingehauen. Und dann... Keine Ahnung, ich esse jetzt, ich habe Hunger. Wir sitzen mittlerweile jetzt hier im Restaurant. Wir waren eben noch Billard spielen. Ich glaube, einen Heimblick habt ihr auch bekommen, die Felix da sehr cinematisch aufgenommen hat. Und das war es eigentlich mit dem Tag, der Abend ist vorbei. Ich habe mir jetzt das dritte Mal, seitdem ich hier bin, Nudeln bestellt. Heute Mittag gab es Spaghetti, gestern Abend gab es auch Spaghetti. Heute gibt es Tagliatelle, also klassisch österreichische Küche. Und dann sehen wir uns morgen. Aber vorher gibt es noch das Essen. Essen ist da. Wir haben einmal Tagliatelle mit Lachs. Pizza mit Mais und Salami und einmal Cannelloni, ja, wir essen jetzt. Wir haben tatsächlich jetzt den nächsten Tag und wir befinden uns auch in einem anderen Skigebiet. Und zwar befinden wir uns in? Silvretta Nova. Genau, da ist es auch in Montafon, oder? Und das Skigebiet soll auch ganz gut sein. Ist auf jeden Fall perfektes Wetter. Ihr könnt sehen, keine Wolke gefühlt, klarer Himmel, halt, wir haben eine bessere Sicht. Ich bin hyped und wir sehen uns oben. Wir sind oben und ich glaube, man kann erkennen, es sieht viel besser aus als gestern. Sehr schönes Wetter, schön viel Schnee, die perfekten Voraussetzungen. Wir fahren jetzt hier, da, die schwarze Piste. Felix wartet das Ding jetzt runter. Und bis jetzt alles super. Ist schon krass, wie da hinten einfach so gar kein Schnee liegt und hier
liegt da halt. Das hier hinten ist auch alles noch das Skigebiet. Also das ist wirklich groß. Und wir düsen jetzt hier runter, beziehungsweise er düst und ich versuch's irgendwie. Dann zeig aber mal. Ja, schöne Ausführung. Ja. Kann man machen. Das ist übrigens das Skigebiet, für alle, die es interessiert. Aber hier die Seite, die sieht doch nice aus. Ich glaube, wir haben mittlerweile so circa 1:30. Langsam fangen die Pisten auch echt an, ja, kacke zu werden. Dementsprechend wissen wir noch nicht ganz, wie lange das Ganze hier noch geht. Jetzt eine kleine Pause und dann gucken wir mal, wo es noch hinführt. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen gefahren. Jetzt wird erstmal ein warmer Kakao getrunken. Auch wichtig. Muss man auch mal machen. Ich bin so im Arsch. Ich stehe gerade hier und genieße mein Leben. Ich gehe übrigens davon aus, dass das Video jetzt auch nicht so viel erreicht, weil es auch, glaube ich, nicht so viele interessiert. Aber falls euch dieser Content auch interessiert, dann schreibt sehr gerne mal in die Kommentare. Ich denke, nicht jeder hier ist Skifahrer und interessiert sich für das Ganze. Aber vielleicht ist es trotzdem auch für Leute, die kein Skifahren interessant. Es ist halt jetzt kein Shopping-Vlog, kein Fashion-related Content. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es jetzt auch nicht so viele Leute gucken werden. Trotzdessen mache ich das Ganze, weil es mir Spaß macht. Und ich auch glaube, dass es eben Leute gibt, die das Ganze interessiert. Und deswegen... gibt's das? Schreibt es in die Kommentare. Okay, wir haben eine Mission und zwar damit. Ja, ein bisschen fehlgeschlagen. Okay, jetzt mit Anlauf. Na, semi. Wir haben auch gerade entdeckt, hier ist einfach eine Sauna, aber die ist irgendwie offen. Das heißt, wenn man sich jetzt da nackt reinsetzt oder so, dann kann man es einfach von außen sehen. Das ist ja mega weird. Also an sich cool, aber warum macht man das denn jetzt? Also, ne, ist geil, man hat eine View, aber was machst du eigentlich schon wieder die ganze Zeit? Weiter geht's. Auf der Piste. Eigentlich sogar echt geil hier mit diesen Steinen und so. Alter. Hier sind so viele Menschen. Ey, der Typ fährt viel zu schnell, Digga. Ich komm gar nicht hinterher. Yeah. Was hat er wieder vor? Was hat er wieder vor? Oh mein Gott! Digga! Und jetzt komm ich jetzt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schuss! Ah! Okay, ich zitiere Felix, da kann man viel, viel schneller und höher springen. Deswegen werden wir jetzt nochmal da lang fahren. Wir fahren jetzt nochmal da zum Lift, dann geht's nochmal hoch. Und dann versuchen wir dasselbe nochmal. Halt so beide, let's go. Next try. Schlecht. Okay, ich probiere jetzt, weil er mich überredet hat, meinen allerersten 360 hier Umdrehung, keine Ahnung, ist mit der größte Fail jetzt, aber das ist mein Bestes. Wenn ich mir jetzt irgendwas breche, dann verklage ich mich, Alter. Also Jan hat gesagt, ich muss jetzt so auch eine Drehung machen mit dem Handy in der Hand. Digga, das geht niemals, mein Handy fliegt da weg. Richtig, wir machen jetzt 180, also halbe Drehung nochmal. Geht so. Sind wir da unten. Das war's mit Skifahren von heute. Jetzt geht's für uns nach Hause, packen gerade Sachen zusammen. Und dann geht's was essen, beziehungsweise wir essen irgendwas, weil ich habe geisteskrank Hunger. Aber Tag heute, sehr, sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Gutes Wetter, guter Schnee halbwegs. Schönes Skigebiet auch, ich war das erste Mal hier. Schön groß, schöne Pisten.
schön viel Pistenkilometer und bessere Sichtverhältnisse, ne? Jetzt geht's nach Hause und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Wir haben jetzt tatsächlich, ich glaube, 1:30 nachts. Ich habe jetzt gerade noch das Video fertig geschnitten und das kommt von mir aus gesehen oder von euch aus gesehen heute um 15 Uhr. Ich werde jetzt morgen nichts mehr filmen. Ich will nämlich morgen den letzten Tag einfach genießen ohne Handy und so weiter. Und ich denke auch, dass die Aufnahmen jetzt gereicht haben. Ich finde den Vlog auf jeden Fall sehr nice. Ich denke, ihr habt viele coole Einblicke bekommen. Wenn ihr es auch so seht, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr euch das Video angeschaut habt und sogar gefeiert habt, ohne dass ihr Skifahrer seid oder euch für den Sport überhaupt interessiert. Ich bin echt sehr gespannt, wie das Video performt, weil es halt eben gar kein Fashion-Content ist, aber ich fand es extrem cool, es hat Spaß gemacht. Wie schon gesagt, wir konnten jetzt nicht die geisteskrankesten Aufnahmen machen und da irgendwie mega viel filmen, weil es ist beim Skifahren ohne GoPro echt nicht so einfach. Aber ich finde, wir haben das Beste draus gemacht und ihr habt es ja eben im Vlog gesehen. Lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, kostenloses Abo auch sehr gerne gesehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich genieße jetzt noch den letzten Tag hier morgen und werde noch ein bisschen Skifahren und wir sehen uns dann in alter Frische wieder, wenn ich back bin. Haut rein und tschüss. Was ist da, warum ist da Kleber an der Wand? Haut rein.